Moin Moin und willkommen zum dritten Part mittlerweile von jQuery App erstellen. Im letzten Part haben wir die Eingabefelder schon mal hier vorbereitet. Ja, gut. Jetzt kümmern wir uns um den PHP-Teil. Dafür benötigen wir einen Webserver. Entweder man kauft sich einen, holt sich einen Gratis-Server. Da gibt es zum Beispiel Beplaced.net, das ist ein Online-Webspace, aber wir arbeiten in einem lokalen Webspace, also das ist jetzt nur Beplaced, ohne Goldschick, das ist mein Ding. Beplaced.net ist ein gratis Webhost, ist auch nicht schlecht, es gibt den Freestyle und den Freestyle Plus, hat man mehr Speicherplatz, weniger Datenbanken, hier hat man weniger Speicherplatz, dafür mehr Datenbanken, also kommt drauf an, was man benötigt. Wir benutzen einen lokalen, also wir gehen auf Apache Friends, einfach nur Apache Friends, und dann kommt man hier auf XAMPP, oder man geht gleich XAMPP an, wie man möchte. Klickt da drauf, kommt man auf eine Seite, die so ähnlich aussieht. Nicht genau gleich, aber ähnlich. Dann gehen wir hier. XAMPP, Apache plus MySQL plus PHP plus Perl. PHP ist wichtig und MySQL ist wichtig. Perfekt, das wir brauchen. Downloaden uns das und installieren es einmal. Ich habe es hier bei meiner App schon drinnen. Also wenn jetzt das erste Mal das startet, habt ihr XAMPP und hier so ganz viele Dateien und denkt so, what the fuck, what I'm doing here? Dann sucht man eine XAMPP-Control.exe und macht auf die einen Doppelklick. Jetzt schaut sie so aus. Da kann man jetzt hier auf Start drücken. Dann sollte das starten. Wenn es nicht startet, steht hier unten eine Fehlermeldung. Wenn die kopiert ihr mir bitte in die Kommentare, falls er nicht startet. Das gleiche mit MySQL. Wir starten MySQL. Gut. Jetzt haben wir die zwei Sachen sind am Laufen. Also wir haben jetzt einen lokalen Webhost mit Datenbank sogar. So, gut, wie benutzt man den jetzt? Er läuft schon einmal, das ist gut. Jetzt gehen wir ein bisschen rauf und suchen einen Ordner, der ist htdocs. Das ist ein Verzeichnis, wo alle eure PHP-Dateien drin liegen müssen, wenn ihr sie starten wollt. Weil Apache ist ein Server, der kann diese Dateien lesen und verarbeiten. Gut, jetzt gehen wir unter den Ordner ran. Bei mir heißt der YouTube-App. Und hier liegt auch unsere Index-HTML drin, an der wir rumschreiben. So. Jetzt brauchen wir eine PHP-Datei. Also benötigen nicht, aber benötigen schon. Ist jetzt schwer zu erklären. jQuery bzw. euer Smartphone kann nur HTML-Dateien lesen. Das bedeutet, wenn ihr eine PHP-Datei vorlegt, wird ihr euch nur tot scheißen. Gut, deswegen brauchen wir eine ausgeklügelte Methode, wie wir trotzdem PHP benutzen können. Meine Idee, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe und das sich auch bewährt hat und gut auch ist, wir benutzen iFrames. Jetzt kommen wieder ein paar Leute, die sagen, nein, das ist scheiße, blablabla. Aber ich habe es bis jetzt so gut wie immer mit iFrames gemacht und es war bis jetzt immer so, dass es funktioniert hat. Also, wieso hat es funktioniert, nicht benutzen? Das gleiche Programmieren. Wenn man jetzt etwas macht und es funktioniert, und dann kommt einer und sagt, nein, das ist nicht gut, das macht man anders. Dann klatscht ihm einer. Es funktioniert. Es ist jetzt nicht gut, wenn es ein riesiges High-End-Produkt ist und es funktioniert und es geht schneller, dann sollte man die Hilfe annehmen. Aber jetzt bei so etwas, da muss jetzt keine Klugscheißer kommen und sagen, das kann man besser machen. Deswegen werden wir jetzt hier das nicht so machen. Wir werden diesen ganzen Teil hier nehmen. Steuerung
X. Speichern. So. Jetzt machen wir eine neue Datei mit Steuerung N, fügen das hier ein, speichern es ins gleiche Verzeichnis und nennen es nur das ist der Autor. Nein, das Buch. @book.php. So. 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 Jetzt kann man hier iframe src @book.php machen. Width ist 100%. Height ist 100%. Und iframe. Theoretisch, wenn wir jetzt... Oh, wo sind die Dateien? Ah, hier. Wenn wir jetzt F5 drücken, sollte bei Bücher eintragen nicht das kommen. Aber so kann man schon mal das einfügen, das ist schon gut zu wissen. Hier fehlt die Codierung wieder auf UTF-8. Ja, gut. Ist logisch, ist mir gerade eingefallen. Wir arbeiten hier noch immer auf der HTML. Wenn du auf einer HTML eine PHP-Datei öffnest, kriegst du nur den Text zurück, weil er das nicht verarbeiten kann. Es ist HTML-Code, aber es ist in einer PHP-Datei, andere Codierung. Er kennt das nicht. Und übrigens, ich habe hier eingefügt, dass wenn man ein älteres Handy benutzt, dann kommt hier ihr Device und unterstützt nicht iframe. Einfach der schöne Talbot. Wir müssen jetzt darauf zugreifen über 127.0.0.1 und ups, kann man wegmachen hier. Dann kommt, soll es sowas kommen. Es könnte sein, dass ihr in eurem dass ihr hier eine XAMPP-Datei und ganz viel Schrott habt. Ihr löscht alles raus und lässt nur euren Scheiß drin. Weil sonst habt ihr ganz viel Müll von XAMPP drin. Den braucht kein Mensch. So, jetzt haben wir hier unsere paar Dateien, die wir haben. Und ich habe hier mal YouTube-App, also wie ich es meinen Ordner genannt habe. Und jetzt bin ich hier drin. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel diese Adresse. Wenn ich jetzt auf Bücher eintragen gehe, seht ihr, tada, es ist alles da, was hingehört. Aber jetzt denken Sie so, ich habe gar nicht schön hechtlicher, jetzt ist nicht so schön hechtlicher, wie ich vorher auch war. Das liegt daran, da wir jetzt hier nur reinen HTML-Code haben, ohne die Codierung. Das heißt, wir brauchen den Teil hier auch nochmal. Im Normalfall sollte das jetzt das Problem nicht beheben. So, wieder da. Ihr müsst alles nochmal neu einbinden. Also alles einbinden. Zungenbrecher. Cool. So. Also ihr müsst einfach den Div-Container Content plus den Teil darüber und hier unten, also das alles müsst ihr hinzufügen, damit es auch funktioniert wegen der Formatierung und allem. So, jetzt haben wir wieder alles wie vorher. Und diesmal ist es aber PHP. Das müsst ihr daran bedenken. So. Gut. Wir haben jetzt den Teil hier und das hier ist hässlich und und immer nichts. So. Jetzt brauchen wir hier bei dem iframe noch ein paar Attribute, kann man sagen. Nämlich einmal frame border 0 und scrolling no. Das bedeutet so viel wie, wenn das iframe größer und breiter, also höher ist als das Fenster, dass dann das Scrolling an der Seite kommt. Das habe ich jetzt ausgeschalten,
nur damit keine Fehler kommen. Es wird eh nie größer, der Teil zumindest. Und besser, man macht es gleich aus, anstatt dass man es dann anhat und dann kommt irgendein Blödsinn und Bipapo. So, wir haben jetzt hier an der Seite noch einen Schiebebalken, der eigentlich nicht sein sollte. Okay, einfach die Höhe verringern, dann bis der Schiebebalken weg ist und dann sollte es theoretisch so aussehen. Wie vorher. Nur mit einem kleinen Rand hier noch und links und rechts und das stört eigentlich mich nicht, wenn ich arbeite. Ah, hier ist noch ein bisschen Scrollen im Landscape-Modus, das soll natürlich nicht sein. So, pipapo, alles perfetto. So. Jetzt machen wir das gleich nochmal mit dem Auto eintragen. Ich überspringe das jetzt schnell und sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der Autor wird auch eingefügt, so wie wir es wollten. Und jetzt beginnen wir mit PHP schon. Also. Nein, wir beginnen jetzt mit MySQL. Wenn wir hier bei dem Tool bei MySQL auf Admin gehen, werden wir von der Seite weitergeleitet, die heißt Localhost PHP MyAdmin. So. Wieder zum Start zurückgehen. So. Es sollte in etwa so aussehen. Das Design kann sich über Jahre ändern, aber falls sich das gravierend ändert, das komplette Aussehen, dann schreibt mir und ich mache ein neues Video dazu. So. Das ist PHP MyAdmin. Neben Navicat, Navicat ist für, auf dem PC, PHP MyAdmin ist im Internet. PHP MyAdmin ist die Online-Verwaltung von MySQL. Nicht zu verwechseln mit Oracle. Oracle ist nicht MySQL. Damit das schon mal klar ist. Also, wenn ihr Oracle könnt, MySQL ist ähnlich, aber hat nicht alle Befehle von Oracle. Nur jetzt, um dann schon mal zu sagen. So. Hier oben haben wir ein paar wichtige Informationen, wie zum Beispiel, wie der Server heißt, also welche Adresse wir ansprechen müssen und über welches Protokoll. Das TCP/IP-Protokoll ist fast immer das gleiche. Der Servertyp ist MySQL. Protokollversion 10, das brauchen wir nicht. Der Benutzername ist Root und man kann ihn über Localhost ansprechen. Also 172.0.0.1 ist Localhost. Also jetzt in diesem Fall nicht viel Unterschied. Und welchen Zeichensatz diese Tabelle benutzt. UTF-8 ist mit Ü, Beistrich, blablabla, Bipapo. So, wir wollen uns jetzt mal eine schöne Tabelle erstellen. Also eine schöne Datenbank. Da klicken wir hier oben bei diesem kleinen Zylinder mit dem grünen Plus auf Neu. Jetzt kommt Service. Eine Datenbank müssen wir jetzt anlegen. Wir nennen es einfach mal YouTube-App. Bei Kollaktion scrollt ihr runter, bis ihr bei UTF-8 bin seid. Dann geht auf Anlegen. Die Datenbank wurde erzeugt. Hier unten sehen wir sie. Drücken wir drauf. Kommt. Es wurde keine Tabellendatenbank gefunden. Erzeuge eine neue Tabelle. Das tun wir. Die nennen wir jetzt. Moment. Das ist nicht der Autor. Also Autor. Und der Autor hat bei uns, laut uns, hat er 1, 2, 3, 3 Felder. Also machen wir 3 Spalten. Jetzt können wir wieder auf Deutsch schreiben. Vorname. Nachname und Gap-Datenbank sofort auszuschreiben. Typ: Int ist Integer Ganzzahl. Varchar ist ein Zeichen. Also Nachname und Vorname und Nachname sind Varchars, also Zeichen. Text ist das Ähnliches. Und Date ist ein Datum. Das heißt, Gap-Dat wird Date sein. So, jetzt müssen wir noch mal kurz nachschauen. Ich würde sagen, der Nachname ist länger, weil es immer länger als der Vorname. Außer bei einer Männerklasse, da ist der Vorname viel kürzer. Egal.
Also 16, 32. Geburtsdatum hat kein bestimmtes Alter, kein bestimmtes Ding. 16 und 32. Standarde keine. Hier kann man dann bei. Uns fehlt noch eine Tabelle. Wo ist das aufgedrückt? Nein. So. Uns fehlt eine Spalte. Wenn wir hier auf OK drücken, kann man die Spalte hinzufügen. Muss aber dann alles im schlimmsten Fall, in unserem Fall jetzt nach unten verschieben. Und schreiben hier oben noch ID hinzu, weil die ist wichtig. Die ist int. Die lassen wir selbst einen Wert bestimmen. 32, 16, Date bestimmt seine. Wenn man nichts reinschreibt, nimmt den Standardwert. Und da bei Date weiß ich nicht, was man da für einen Wert angeben soll, deswegen sagen wir einfach, er soll sich selber den richtigen Wert holen. So, jetzt gibt es hier einen Index. Da setzen wir die ID auf Primary. Nein, wir setzen den Vornamen auf Primary, das heißt, nachdem wird sortiert. Wobei, wir sind immer nach Nachnamen sortiert. Nach Nachnamen sortieren wir. Auto Increment, das automatische Erhöhung mit jedem neuen Datensatz. Dann sagen wir hier bei ID, die soll sich bei jedem neuen Auto, der hinzukommt, automatisch erhöhen. Das ist wichtig. Und jetzt suche ich noch etwas, was ich gerade nicht finde. Das kann man erst nachher einfügen, okay. Hier unten sollte InnoDB stehen, Kollektion, könnt ihr UTF-8 wieder auswählen, aber sollte schon vom Haus aus eingetragen sein wegen der Tabelle. Und dann drücken wir auf Speichern. There can be only one auto column and it must be defined as a key. Auto column. Also, gut, wir müssen die ID nehmen. Kann man noch zwei nehmen? Gut, jetzt haben wir zwei Sachen, nach denen er sortiert wird. Und, oh, das ist ein bisschen zu schnell. Also, wenn wir jetzt hier drauf gehen auf YouTube-App, kommt hier Autor. Klicken wir da drauf und dann hier oben auf Struktur sehen wir, wie sie erstellt worden ist. So, hier haben wir Auto Increment, Primärschlüssel, Primärschlüssel. Haben beide. Und ja. So, fangen wir mit den Autoren an. Wir machen jetzt noch den Autor und morgen, also im nächsten Video dann, machen wir noch den Book-Teil. So. Wir müssen das alles in eine Form stecken. Mit der Methode Post. So. Das war auch schon alles, was wir machen mussten noch. Damit man eine Abfrage abfangen kann. So. PHP. Nicht PHP Ego Logo Guide. Das brauchen wir nicht. So. Und jetzt die typischen alten Sachen. Nicht get. Post. Na, Name, erstmal holen wir den Namen raus. F-Name ist gleich $Dollar Anleihen get. Und dann hier First Name. So. Das machen wir jetzt nochmal. F-Name. L-Name. Und dann get dat. Last Name. Und get dat. Dann haben wir hier den Werten. Ich bin doch auch so ein Monk. Hier kommt Post hin. Alles haben wir hier. Die Werte, die man hier drauf drückt, werden hier zugewiesen. Wir können auch schreiben: if is set dollar underline get post submit. Also wenn
Machen wir so. Und hier. So. Wenn das hier gesetzt wurde, also wenn es gesetzt wurde, dann sollen erst die Variablen zugewiesen werden. Kann man gerne machen. Ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Und immer add davor schreiben, das tut Fehlermeldungen ausblenden, falls es welche gibt. Ich mache es immer, weil ich brauche die nicht. Aber muss man nicht. So. Die DB Connection. Die machen wir dann im nächsten Part. Ich kopiere das jetzt noch in den Adbook-Teil. Submit, dann gibt es hier den B-Name. B-Name, das ist der B-Name. Nein, nur Name. Egal, hier ist B-Name. Und dann nicht gapdat, sondern Date einfach nur. Und dann gibt es den A-Name. Das ist der Autor. Aber da gibt es noch einen tricky Teil, den müssen wir noch später machen. Beachten. So Leute, wenn es gefallen hat, würde mich über eine Bewertung freuen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.